Am Dienstagnachmittag begrüßte Delmenhorsts Oberbürgermeister Axel Jahns Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil im Sitzungssaal des Rathauses. Im Rahmen seines Besuchs wurde dem Ministerpräsidenten die besondere Ehre zuteil, sich offiziell ins Goldene Buch der Stadt einzutragen. Beim Empfang im Rathaus gab Jahns dem Ministerpräsidenten einen kurzen Einblick in aktuelle Delmenhorster Geschehnisse und stellte unter anderem die Innenstadtentwicklung samt Revitalisierung der ehemaligen Hertie-Immobilie dar. Bei einem kurzen Spaziergang durch die Innenstadt konnte Stefan Weil sich selbst ein Bild von der Hertie-Immobilie machen. Im Anschluss daran chauffierte Oberbürgermeister Jahns persönlich Landesvater Weil mit seinem Trabi durch Delmenhorst.